Willkommen, meine Freunde, zur 33. Folge unseres Let's Plays und es wird sehr, sehr spannend. Wir sind unterwegs in Tieferen des Vulkans zu diesem, ich denke, in den Mutterkristall rein und da ist ja auch dieser eine Kerl, an den sich Jill rächen will. Ja, Freunde, heute wird's, denke ich, wirklich spannend. Ich hatte schon genug von ihrer Gastfreundschaft. Und hier sind Gegner. Wow. Das war nicht schlau von mir. Abgebrochen. Neue Gegner nähern sich, okay. Irgendwie die schnell noch mehr Gegner. Oh oh. Da müsste ich mal mich ein bisschen beeilen. Jo, ich mach das gerade gar nicht gut. Komm her. Torgeil. Mal in die Luft, ja? Wow, ey, Jill hat ihn in der Luft eingefroren. Wie cool sah das denn bitte aus? Habt ihr gesehen? Er ist in der Luft eingefroren. Einfach stehen geblieben. Ist nicht weiter runtergefallen. Warte mal, wir benutzen mal den hier. Und jetzt den hier. Sehr, sehr nützlich. Finishen wir die mal, die eisernen Krieger. Wir müssen uns keine Probleme machen. Okay, Freunde. Das ist erledigt. Geht das hier entlang? Sieht nicht danach aus. Ich glaube, in der anderen Richtung, ja. Okay, da entlang. Was ist das da hinten? Da müssen wir bestimmt lang. Ja, das hier können wir öffnen. Was wird uns erwarten? Wie lange wird es heute gehen? Schauen wir mal, Freunde. Schauen wir mal. Wie viele denn noch? Was ist das? Eiserner Fanatiker. Lass mich mal kurz markieren, schnell. Aus der Ferne. Nicht. Triff mich nicht. Ja, jetzt können wir ihn runterziehen. Gut. Ja, und was ist das für ein Klotz, der Typ? Gut, ich konnte ausweichen, glaube ich, ja. Und sein Kampfgeist ist gebrochen. Wir sollten ihn jetzt erledigen. Ich verwandle mich einfach mal. Ich mache viel zu selten. Komm schon, Mann. Fähigkeiten mehr, leider. Komm, in die Luft mal ein bisschen. Okay, ausgerichtet. Wow, das war nicht gut. Torgal erledigt einfach ein paar Gegner im Alleingang. Das ist lustig. Wir können ihn wieder runterziehen. Komm, der darf uns nicht so viel Zeit nehmen. Ja, Lohnschwinger ist wirklich eine starke Fähigkeit. Einfach Distanz. Wow, hat mich wieder getroffen. War nicht gut. Hätte es besser timen müssen. Er braucht so lange für seine Angriffe, ne? Da kann man das Timing ein bisschen failen dadurch. Eiserne Fanatiker. Werde schon besiegt, Mann. Werde schon besiegt. Und? Ja, geschafft. Endlich, endlich, endlich. Ich glaube, das ist bestimmt der einfachste Feind. Einer der einfachen. Die uns noch bevorstehen. Wer weiß, Freunde. Wer weiß. Ich denke, man muss hier entlang. Da sind weitere Gegner. Okay, wie mal schon mal von weiter weg. Das ist krass. Triffst du von da hinten? Ja, das trifft ihn nicht. Ich habe es ein bisschen falsch gemacht. Okay. Wow, alle erledigt. Feuerramm ist einfach die beste Fähigkeit, ne? Gefühlt. Okay. Weiter geht's. Truhe öffnen. 1200 Geld. Wow. Sehr, sehr viel. Hä, wo geht's jetzt lang? Bin ich falsch?
Hä? Doch, doch, doch. Hier muss es doch lang gehen. Okay. Also waren hier einfach so nur Feinde? Dann eben dahin und nach rechts. Vielleicht lässt sich das Tor jetzt erst jetzt öffnen. Das hier. Bin ich irgendwie verpeilt? Hallo? Was ist los mit mir? Was ist los mit mir? Ich weiß gerade nicht, wo es lang geht. Ich vergesse immer Torgeil zu benutzen. Ja, okay, hier. Hier geht's lang. Entweder das wurde... Es gibt etwas, das du wissen solltest. Der Patriarch hat entsetzliche Dinge vor meinen Augen getan. Und ich habe mir geschworen, dass er durch meine Hand stirbt. Verständlich. Ich stehe hinter dir. Genau wie du bei mir. Ob wir heute auf ihn treffen werden? Auf diesen Patriarch? Oh, automatischen Supertrank genommen. Yo, yo, yo. Da warten schon einige Feinde auf uns. Können wir sie vielleicht von hier schon? Nein, zu weit weg. Wow, Freunde, schaut euch das an. Wir sind fast da. Kämpfen wir uns durch. Ob hier vielleicht auch wieder so ein Wächter kommt, wer weiß. Wow, er hat uns getroffen. Gar nicht gut. Wow, wie viel Schaden das gemacht hat. Sein halber Kampfgeist. Schon gebrochen. Ja, ich konnte nicht runterziehen, leider. Verdammt. Auch getroffen. Gut, gut, gut. Nein, 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 nein. Verwandeln wir uns. Oh Mann, ich muss noch zu viel treffen. Nicht gut. Ich time meine Fähigkeiten nicht gut genug. Ich habe mal Lust auf neue Garuda-Fähigkeiten, glaube ich. Aber ich glaube, es gibt auch ein paar Fähigkeiten, die etwas klein sind. Aber die man schnell hat. Ich kann eine solche mal vielleicht aneignen. Ich auch ganz nützlich. Er trifft mich schon wieder. Was ist los? Neuer Gegner im Anmarsch. Komm. Gut. Erledigen wir ganz schnell. Das Gefühl, das hier macht irgendwie nicht so viel Schaden. Dafür kann man es in der Luft einsetzen. Wow, was? Yo, 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 hat er mich auseinandergenommen. Was ist los? Was ist los mit mir? Peinlich, Mann. Von dem Typen? Oh nein, kann doch nicht wahr sein. Wir heilen uns, wir heilen uns. Ich benutze jetzt erstmal keinen Heiltrank. Okay, Jill und Toggle haben sich um die kleinen Gegner gekümmert. Gut. Was erwartet uns hinter dem Tor? Da hinten ist irgendwie so ein Kristall. Öffnen Sie das Tor. Was ist das? Das ist wieder... Ach so, das ist wieder so ein Kern. Die scheinen irgendwas abzubeten. Wo ist der Patriarch? Ist er das? Denke schon. Was tun die da? Was? Leichen? Was sind das? Opfergaben oder so? Was stimmt mit den Leuten nicht? Jetzt erfahren sie ihren Schrecken des Lebens. Imran? Shivas Dominus. Willst du um Vergebung für dein Scheitern flehen? Jahre folgte ich euren Befehlen. Führte eure Kriege. Alles nur, um die Kinder zu schützen, die wie ich verschleppt wurden.
Und was habt ihr getan? Ihr habt vor meinen Augen ihre Kehlen aufgeschlitzt. Sadist. Ihre Seelen waren besudelt von unreinem Äther. Ich habe mich erbarmt, Erlösung gebracht. Sie mussten büßen. So, wie die heilige Mutter verlangt. So, wie auch du büßen wirst. Denn ein Monster wie du hat sein sündiges Leben verwirkt, wenn es nur einen Fuß in dieses heilige Sanktuar setzt. Verrückter Typ. Ich bin ein Monster. Und meine Seele ist schwarz wie Pech. Doch nicht durch Äther. Sondern durch die Bosheit von Männern wie euch. Ihr seid schuld, dass ich die Dunkelheit in mir verschließen musste, statt sie zu bekämpfen. Dies ist meine Buße. Hört gut zu, euer Monster ist tot. Und ich werde euch kein neues erschaffen lassen. Die Bestie wagt sich ihrem Herrn zu widersetzen? Komm ruhig, Dominus. Wüte, sei was du schon immer warst, ein Monster. Und was seid ihr, Imran? Ich wurde dazu gezwungen. Ihr tötet aus Freude. Doch nie wieder. Wie ich einst vor euch, werdet nun ihr euch vor mir verbeugen. Ob der Typ was drauf hat? Die Jungs sind direkt drauf verwandelt, ey. Ich frag mich, ob der Typ irgendwas kann. Dieser Imran. Jo, Joshua ist also zufälligerweise auch hier. Jo. Was? Alles bebt auf einmal. Jo, Lava kommt auf die drauf. Bro. Was? Da kommt wieder so ein... eine Kreatur raus. Ist das wieder dieser Ultima? Irgendwas anderes. Was ist das, Mann? Der wird bestimmt nicht einfach zu besiegen sein. Wir haben uns jetzt nicht weiter verwandelt. Jill macht also wirklich endlich mal ernst. Aber wenn es so einen Rauch gibt, weiß ich immer, dass der Gegner auch da ist. Oh, er macht ein Kamehameha. Okay, sah so ähnlich aus. Er ist aufgeladen. Fred kommt nie auf Kommando raus. Ob Clive es schafft, sieht ganz danach aus. Jo, doch nicht? Nein, wieso schaffe ich es nicht? Arme Torgai. Was ist mit Jay? Da ist sie. Sie hat eine Arena für uns erschaffen. Bitte, nur jetzt. Okay, wir sind wieder in diesem erwirkten Zustand. Nicht ewig aufhalten. Ich muss mich beeilen. Hey, der Sprecher von Type ist so krass, ne? Wie
Synchro ist so cool. Jedes Mal, wenn er sich verwandelt, Leute, kriege ich Gänsehaut. Was ist das eigentlich? Flüssige Flamme heißt der Gegner. Bro. Okay. Wir sind nicht mal in dem erweckten Zustand. Komm. Nein, nein, nein. Bro, er hat sich wegteleportiert. Was? Verdammt. Er hat mich schon wieder getroffen. Was ist los? Komm schon, Mann. Einfach mal die Attacken auf ihn drauf. Runterziehen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das nicht der krasseste Feind ist, den wir hier begegnen. Wer weiß, was uns noch erwartet. Wow. Verdammt, er trifft mich so hart. Ich habe einen Supertrank geschluckt. Ich muss vorsichtig sein, während ich meine Fähigkeiten benutze. Trifft er mich manchmal? Gut, da konnten wir ausweichen. Kampfgeist gebrochen. Sehr, sehr gut. Komm, Torgal. Nein, habe ich es ernsthaft abgebrochen? Wie dumm von mir. Einiges aus. Wird nicht einfach sein. Wow, was tut er jetzt? Ist er stärker? Oh nein. Ja, aber... Verdammt. Was tut jetzt Clive? Die Lava kommt immer näher. Diamantenstaub? Jay konnte es aufhalten. Also gut. Ich werde mich beeilen. Oh, was habe ich getan? Diesen lodernden Hieb benutze ich viel zu selten. Was? Er hat sich in einen Drachen verwandelt? Bro. Auf ihn. Zurückverwandelt. Er trifft mich zu oft. Zu oft, Mann. Ausgewichen, gut. Wieder in Drachenmodus. Gut, machen wir mal den hier und so. Trifft ihn das? Er trifft mich. Ups, ich habe wieder einen Supertrank genommen. Ich wollte eigentlich einen normalen Heiltrank nehmen. Gut, fataler Sturz. Einmal direkt in die Feuerramme. Das hat sehr viel Schaden gemacht. Parade. Perfekt. Er hält diese Zeit einfach kurz an. Gut, konnten in der Luft ausweichen. Oh, was ist bei ihm jetzt? Ist er irgendwie so ein Tier geworden? Bro. Er trifft mich mit allen Dingen. Ich mach's gar nicht gut. Oh Mann, und ich sprint auf ihn drauf mit dem Phönixflug. Während er mich gerade angreifen will. Keine schlaue Entscheidung. Gut, Kampfgeist gebrochen. Nochmal den hier. Das macht sehr viel Schaden. Deswegen... Wow, da habt ihr es gesehen? Oben rechts auf seinen Lebensbalken geachtet. Die Fähigkeit hat sehr viel Schaden gemacht. Was jetzt, Bro? Was macht er jetzt? Doppelgänger? Bro. Nein, nein, nein. Ich habe nur noch einen Heiltrank. Gar nicht gut. Wer ist der Richtige? Die Lava macht uns auch Schaden. Nein, 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 das ist nicht gut, hier drin zu bleiben. Das ist nicht gut. Was? Ich konnte ausweichen. Ich habe so Glück. Oh. Er kann sich gerade nicht bewegen. Das war Schaden.
Wow. Verdammt, ich muss meinen letzten Supertrank verbrauchen. Nein, nein, nein. Ich will ihn damit treffen. Komm schon, Mann. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich habe einen Plan. Bitte triff mich nicht. Okay, es ist nicht schlau von mir, der Plan. Der Plan ist nicht schlau. Ich habe keine Tränke mehr. Keine Tränke mehr. Ich muss so vorsichtig sein. Keine Lust zu scheitern. Nicht getroffen. Ich darf nicht in der Luft. Das führt zu nichts Gutem. Das führt zu nichts Gutem, Mann. Komm, fataler Sturz. Bitte rette uns. Lohnschwänge. Ausgewichen. Nein, 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 nicht ausgewichen. Gar nicht gut, ja, gar nicht gut. Richtig, Clive. Bro, ich hab Angst, Mann. Daneben? Ich bin ausgewichen, zum Glück. Auch? Nicht ausgewichen. Er liegt gerade am Boden, bitte. Er hat mich besiegt. Ich bin so schlecht, Mann. Er hat mich einfach besiegt. Er hat noch so wenig Leben gehabt. Er hat noch so wenig Leben gehabt, Freunde. Oh nein, ich hatte zu viel Glück. Und jetzt besiegt er mich. Ist nicht mein Ernst. Wieder von vorne. Okay, nicht ganz von vorne. Oh Mann, ich hasse es, hier besiegt zu werden. Ich will gar nicht besiegt sein, Mann. Kann doch nicht wahr sein, Freunde. Eine einzige Attacke, ich hätte ihn bekommen. Eine einzige Attacke. Kann doch nicht wahr sein. Ich habe Glück, dass nicht sein Leben resettet wurde. Oh nein, Freunde. Und ich krieg jetzt direkt wieder auf die Mütze. Muss ein bisschen vorsichtiger spielen. Aus der Ferne. Bro, er trifft mich zu oft. Oh nein, keine gute Entscheidung. Keine gute Entscheidung. Kann ich den eigentlich angreifen? Ja. Parade, okay, ich hab Glück. Oh Mann, das ist so. Das ist so traurig, ne? Einfach direkt hinterher. Können wir auch wieder auf ihn drauf, ja? Ich spiele zu voreilig, Mann. Ich will ihn unbedingt besiegen. Krieg aber dadurch so viel Schaden. Jetzt kann er sich kurz nicht bewegen. Jetzt hat er schon wieder wenig Leben. Ausgewichen, gut. Nicht ausgewichen und ich muss wieder in Support. Wirklich erbärmliche Leistung von mir hier. Ich hätte nicht gedacht, dass ich von dem besiegt werde. Hätte ich nicht gedacht. Wir sollten jetzt schaffen zu besiegen. So habe ich mich nicht verwandelt. Und, war's das? Noch nicht? Doch, jetzt. Ich schäme mich, Mann. Ich schäme mich, dass ich es nicht direkt geschafft habe. Oh, Mann. Wird zur Herstellung von Ausrüstung Gegenständen verwendet. Okay. Flüssige Flamme. Ob es das wirklich mit ihm war? Ja. Aber war bestimmt nicht der Stärkste, den wir jetzt begegnen, oder? Wow, 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 wow. Das hat gar nicht gut getan. Jedes Mal spucken sie dann Blut aus dem Mund. Ich werde das beenden, Clive. Wo ist der Kerl hin? Oh Mann, sieht gar nicht gut aus. Sie hat gar keine Kraft mehr. Was macht sie damit?
Sie hat unserem Schwert ein Upgrade gegeben. Wir sollen das Teil zerstören. Was? Er hat's geschafft? Wird jetzt wieder wie dieser Ultima hervorkommen? Siehst du das, Sid? Der Freiheit einen Schritt näher. Der Kristall! Was ist mit ihm geschehen? Da ist er also. Wir haben ihn zerstört. Was? Aber... Monster! Monster! Ist dir eigentlich klar, was ihr da getan habt? Sicher, Vater. Ich habe es getötet. Das Monster ist wiedergeboren. Jo. Und sie hat es sich wirklich dran gehalten. Der Segen der Kristalle mit euch enden. Geschafft. Endlich. Du hast dich sehr verausgabt. Etwas. Wieder fiel alles auf dich. Und ich war darauf gefasst. Ich musste mich meiner Vergangenheit stellen. Jetzt kann ich mit dir nach vorne schreiten, ohne zurückzusehen. Aber war es das jetzt wirklich? Und es passiert doch etwas. Clive, sieh doch. Es sieht aus wie das am Phönixtor. Wieder so ein Teil. Verdammt, jo. Wir müssen weg. Ja, schnell. Was ist das, Joshua? Wieso steht er dort? Ich glaube, irgendwas stimmt mit ihm nicht. Dieser Ultima ist ja irgendwie in ihm drin. Wir wissen noch nicht, was wirklich mit ihm ist, aber ja. Jo, der Mutterkristall löst sich wirklich auf. Diesmal ging es einfacher irgendwie. Clive konnte es mit seinem Schwert machen. So ein riesiger Kristall. Ich habe Wort gehalten, also enttäusch mich nicht. Okay, das ist gut, dass so viele die Flucht ergriffen haben. Und die Insel sieht jetzt voll anders aus. Währenddessen. Kristallpass, okay. Joshua ist hier, das war also gar nicht Joshua. Hier entlang, Hoheit. Und ihm geht's auch gar nicht gut. Jo, er spuckt Blut. Du blutest ja. Ich habe einen Trank, der... Danke für deine Sorge. Wirklich. Aber glaub mir, ich komme zurecht. Bitte. Deine Medizin haben andere viel nötiger. Oh. Wenn das so ist... Nett von ihm.
Für einen Moment habe ich meinen Bruder gespürt. Tatsächlich? Ultima zieht wieder seine Kreise um ihn. Aber warum jetzt, nach 5 Jahren der Ruhe? Ich werde ihn nicht mehr lange in mir halten können. Euer Gnaden. Nein, du machst dich nur schmutzig. Sieh nur. Wie ein Strom, der zum Meer fließt. Oder wie die Motten zur Flamme, das Kristalldominium ihr Licht in der Dunkelheit. Mehr und mehr verlieren ihre Bleibe und ziehen los, um Schutz zu suchen. Andere fliehen vor den erdrückenden dalmekischen Steuern, um irgendwo neu anzufangen. Was genau sucht ihr dort im Dominium, euer Gnaden? Oh, Dion Lesage. Ihr meint den Kronprinzen von Sanbrec? Er hat viele Titel. Dion der Kühne, Prinz der Dragons, Odins Erzfeind oder einfach Bahamut. Als Kind habe ich ihn einmal getroffen. Schon damals hatte er ein edles Gemüt und seither hat er seinem Reich stets voller Eifer gedient. Und ihr seid euch wirklich sicher, dass er euch Gehör schenken wird? Unsere Welt schreitet unaufhörlich auf ihr Ende zu. Und seine Hand drängt sie voran. Ultimas Einfluss erstreckt sich auf jedes Reich, auch auf Sanbrec. Wenn seine Hoheit der ist, für den ich ihn halte, und das hoffe ich sehr, wird ihm diese Tatsache nicht entgangen sein. Jo, seht ihr das an seiner Brust? Die Kristalle schwinden, das ewige Licht flackert und in der Dämmerung wachsen die Schatten. Die Kristalle haben uns ihren Segen geschenkt und uns so verdorben. Wir sind wie gemästete Vögel, die nicht mehr fliegen können. Doch nun stehen wir vor dem Abgrund und brauchen unsere Flügel. Viel Leid wird uns auf diesem Weg erwarten. Doch er ist der Einzige zur Freiheit. Wonach strebt diese Welt eher? Einem kristallenen Käfig oder einem dornreichen Himmel? Ich kenne die Antwort auf diese Frage noch nicht. Du, Clive. Euer Gnaden, wir sollten irgendwo Rast machen. Wir können es über Dalmekia versuchen, sobald ihr wieder bei Kräften seid. Mir ist die Dringlichkeit der Sache bewusst, aber eure Gesundheit geht vor. Ich weiß. Danke, Jote. Tiefgründige Worte von ihm. Mal schauen, ob das auch wieder so eine richtig lange Folge sein wird, Freunde. Oft passiert viel, nachdem wir einen Kristall zerstören. Und ob das unser nächstes Ziel sein wird, wird sich bestimmt noch herausstellen. Okay, währenddessen. Randela. Ratskammer des dalmekischen Parlaments. Der Versuch den Kaiserlichen die Inseln von Ark zu entreißen, ist wieder einmal gescheitert. Nur weil eure Flotte so unfähig wie ein Eunuch in der Brautnacht ist, wollt ihr stattdessen etwa zum Rückzug blasen? Es reicht mir mit euch. Mit Schuldzuweisungen werden wir ihre unrechtmäßige Aneignung nicht ungeschehen machen. Allerdings steigen auch unsere Verluste mit jedem Tag.
Zwischen ihnen und euch liegt ein ganzes Meer. Die Armee von Sanbrek kann euren Truppen dabei zusehen, wie sie harmlos an den Stadtmauern zerschellen. Sie können das aussitzen. Die ganze Belagerung juckt sie nicht. Ihre Vorräte sollen fast unerschöpflich sein. Und unsere ach so weisen Anführer stürzen in den Krieg, ohne einen Gedanken an die Konsequenzen zu verschwenden. Dalmekische Soldaten verhungern, wartend auf Befehle aus Randella. Also warum übernehmt ihr nicht? Dann wären ihre Bäuche schon abends voll. Ihr wollt, dass ich ausrücke? Dann kämpft auch Bahamut. Und ein Duell würde die Chasia ins Verderben stürzen. Statt das Dominium zu befreien, würden wir seinen Untergang besiegeln. Oder ist es das, was ihr wünscht? Wenn unser verständiger Berater einen Vorschlag hat, ziehen wir ihn gerne in Erwägung. Aber das ist ja die Kaiserin. Jo, ist das Clives Mutter? Ich denke schon, ja. Und der Typ hier, ich glaube, der ist wahrscheinlich unser Endboss. Was das zu bedeuten hat, Lord Kupka. Was das bedeutet? Dass ich nicht mehr die Absicht hege, euch auch weiterhin zu beraten. Sag mir nicht, dass es sein... Das ist deren Sohn. Ach, ihre Blicke, als ihr durch diese Tür gekommen seid. Dieser Ausdruck dümmlicher Hilflosigkeit. Sie wollten ihren Augen nicht trauen. Obwohl ich zugebe, ich hatte auch Zweifel, ob ihr meiner Einladung in der Tat folgen würdet. Nee. Das Schockierende ist, Seth ist nicht der Sohn einer Hure, er ist der Sohn einer Kaiserin, euer Sohn Clive. Absurd. Von wem habt ihr diese Lüge? Kein Verbrecher verdankt mir sein Leben. Nein, im Gegenteil. Mein Sohn ist neben mir und wir sind nicht für haltlose Anschuldigungen hier, sondern um die Streitigkeiten zwischen unseren Reichen zu einem Ende zu bringen. Also gut, doch ich habe eine Bedingung, und zwar diese. Seth hat einer Frau das Leben genommen. Jemand, der mir alles auf der Welt bedeutet hat. Dafür werde ich ihn töten. Und ich schätze, dass dies in eurem Sinne wäre. Ihr werdet endlich vom Schandfleck eures Stammbaumes befreit. Im Gegenzug überlasse ich Sanbrek euren fähigen Händen. Hochverehrte Majestät. Kampf gegen ihn würde bestimmt nicht einfach sein. Und Clives Mutter scheint gar nicht gealtert zu sein, ne? Irgendwie 18 Jahre. All das aus Liebe zu einer gemeinen Hure. Dominus oder nicht, die Herkunft lässt sich nicht verbergen. Und Bestien sind und bleiben nun mal Bestien. Für dich also steht die Zukunft mehr bereit, Olivier, mein Schatz. Schon bald bist du der Kronprinz von Sanbrek. Und wenn dein Vater vor die gütige Gwigur tritt, wirst du als göttlicher Kaiser über allem stehen. Die alte Ordnung wird in sich zusammenbrechen und dein erhabenes Licht die Welt hell und strahlend erfüllen.
Schon bald. Was hat's mit sie und ihrem Sohn auf sich? Okay, da sind wir wieder im Versteck. Wird wieder eine XXL-Folge anscheinend, Freunde. Sie ist seit Stunden da drin. Irgendwas stimmt nicht. Okay. Nach dem Sturm. Wir sind dann wieder in Clives Zimmer und können uns wieder bewegen. Ja, Freunde, hier beende ich die Folge. Sorry, die ging wieder länger, als ich gedacht habe, aber ist meistens so, wenn wir so einen riesigen Mutterkristall zerstören, dass da viele Filmsequenzen kommen, vieles passiert, aber wir haben vieles Interessantes, war es überhaupt richtig? Wir haben viel Interessantes gesehen, Freunde. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, wir sehen uns dann in der nächsten Folge, Freunde. Es erwartet uns bestimmt noch vieles. Einige Mutterkristalle gibt es ja noch. Einige. Und harte Kämpfe stehen uns bevor. Ey, leider bin ich besiegt worden. Das war gar nicht gut von mir. Egal, Freunde. Wird nicht wieder vorkommen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Passt auf euch auf. Und habt noch einen schönen Tag, okay? Bye, meine Freunde.